kunjabihari jaya nyamunatira vanachari jaya kunjabihari jaya radha madhava jaya kunjabi hari jaya radha madhava jaya kunjabi hari jaya radha madhava jaya Kunjabi Hari Radha Madhava Jaya Kunjabi Hari Shishi Radha Madhava Ki Jaya Gora Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, wir lesen heute aus der Bhagavad Gita, aus dem 18. Kapitel, Vers 57. Ist jemand, der kein Deutsch versteht? Somebody don't understand German? You, Mataji? You speak German or not? Little German, okay. Translation. You speak German? Also not? Subal, könntest du vielleicht? Wer macht die Übersetzung? Björn, machst du die Übersetzung? Björn will do the translation. Me, please, when you can gather a little bit here behind, and he will do the translation for in English, okay? From German to English. Thank you. So, also herzlich willkommen alle. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute einen wunderschönen Vers und sehr schöne Themen. Okay, ich lese mal das Sanskrit vor. Cetasa sarva karmani. Also ist nicht angeschrieben? Oder? Ist okay. Dann lassen wir es, dann lese ich es einfach nur vor. Mai sanyasya matpara. Buddhi yogam upashritya matchitta satatam bhava. Dann lese ich die Übersetzung und die Erläuterung von seiner göttlichen Gnade, Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Die Übersetzung von dem Vers lautet: Mache dich in allen Tätigkeiten einfach von mir abhängig und handle immer unter meinem Schutz. Sei dir bei solchem hingebungsvollen Dienst meiner voll... Können wir es bitte wieder... Habt ihr es leise gedreht? Können wir wieder... Nee, es passt schon, ist okay. Ich kann ein bisschen weiter weggehen. Mach es lieber ein bisschen lauter. Also noch einmal. Sei dir bei solchem hingebungsvollen Dienst meiner voll bewusst. Kannst du ruhig ein bisschen noch... Jetzt muss ich schreien, ich kann nicht so laut reden. Okay, dann die Erläuterung von Srila Prabhupada. Wenn man im Krishna-Bewusstsein handelt, tut man nicht so, als sei man der Herr der Welt. Genau wie ein Diener sollte man völlig unter der Führung des höchsten Herrn handeln. Ein Diener hat keine individuelle Unabhängigkeit. Er handelt nur auf Befehl seines Herrn. Ein Diener, der im Interesse des höchsten Herrn handelt, wird weder von Gewinn
noch von Verlust berührt. Er erfüllt einfach treu seine Pflicht, so wie der Herr es ihm aufgetragen hat. Man könnte nun einwenden, Arjuna habe unter der persönlichen Führung Krishnas gehandelt, während sich für uns die Frage stelle, wie wir in Krishnas Abwesenheit handeln sollen. Die Antwort lautet, wenn man nach Krishnas Anweisungen in der Bhagavad Gita und unter der Führung von Krishnas Stellvertreter handelt, wird man das gleiche Ergebnis erhalten. Das Sanskritwort Matparaha ist in diesem Vers sehr bedeutsam. Es weist darauf hin, dass es kein anderes Lebensziel gibt, als im Krishna-Bewusstsein zu handeln, um Krishna zufriedenzustellen. Und während man auf diese Weise tätig ist, sollte man nur an Krishna denken. Mir ist von Krishna aufgetragen worden, diese bestimmte Pflicht zu erfüllen. Wenn man so handelt, muss man automatisch an Krishna denken. Das ist vollkommenes Krishna-Bewusstsein. Man sollte jedoch denken, dass man das Ergebnis einer Tätigkeit, die man nach eigener Laune ausgeführt hat, nicht dem höchsten Herrn anbieten sollte. Diese Art von Pflicht hat nichts mit hingebungsvollem Dienst und Krishna-Bewusstsein zu tun. Man sollte nach der Anweisung Krishnas handeln. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Diese Anweisung Krishnas erhält man durch die Schülernachfolge von einem echten spirituellen Meister. Deshalb sollte man die Anweisung des spirituellen Meisters als die höchste Pflicht im Leben betrachten. Wenn man einen echten spirituellen Meister bekommt und nach seiner Weisung handelt, ist einem die Vollkommenheit des Lebens im Krishna-Bewusstsein garantiert. Ist doch eine schöne Garantie, oder? Die Vollkommenheit des Lebens ist garantiert. Das hört sich so einfach an, aber manchmal ist es dann doch nicht so im Alltag, weil unser Geist dazwischen kommt. Also gucken wir ganz nochmal, ich habe ein paar Punkte vorbereitet, die halt natürlich hier auf den Vers eingehen sollen, es geht hier darum, dass wir uns von Krishna, also beziehungsweise schon von Krishna, aber unsere Tätigkeiten, unsere Handlungen sollten wir von Krishna abhängig machen. Und dann handeln wir eigentlich unter Krishnas Schutz. Also das wird beschrieben. Wenn wir nach Krishnas Anweisungen und wenn wir alle Tätigkeiten so ausführen, dann kommt der Schutz Krishnas praktisch. Und dann sagt Krishna noch, seid ihr über solchen hingebungsvollen Dienst meiner bewusst, meiner voll bewusst. Das sind natürlich jetzt sehr hohe Themen. Versuchen wir vielleicht ein paar Punkte dazu zu sammeln. Wie gesagt, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und hoffentlich können wir da ein bisschen mehr tiefer reingehen in diese Meditation. Und zwar, wie gesagt, jetzt noch einmal kurz, in allen Tätigkeiten sollen wir abhängig sein. Das ist jetzt vielleicht also eins der Hauptpunkte. Wir führen Tätigkeiten aus, die sollen abhängig sein von Krishna. Oder sprich, wir könnten auch sagen, die Gegenmünze, wir wissen ja, das höchste Gebot ist immer an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Jetzt der Gegenteil davon ist, wir sollten immer abhängig, was sollten wir nicht sein? Super. Unabhängiger, also sprich nicht unabhängig. Wenn wir abhängig von Krishna sein sollen, sollen wir nicht unabhängig sein von Krishna, oder? Und das ist eigentlich schon der, wie sagt man, der Grund, warum wir eigentlich hier sind in der materiellen Welt, Unabhängigkeit. Wir wollten irgendwie von Krishna unabhängig handeln, also nicht für Krishna, was unsere Natur ist, den Dienst an Krishna auszuführen, sondern ja, ich könnte ja doch selber auch glücklich sein oder irgendeinen komischen Gedanken haben wir vielleicht gehabt,
Und dann hat Krishna gesagt, kein Problem, es gibt ja eine materielle Welt. Da kann man versuchen, eigene Konzepte, Wünsche, Vorstellungen, Ideen, was und was auch immer, umzusetzen. Ne? Aber natürlich ist es halt, natürlich sind diese Dinge zum Scheitern verurteilt, weil diese materielle Welt ja von Krishna, unter Krishnas Energie arbeitet. Es gibt eine gewisse Freiheit hier, aber es gibt auch Regeln. Und diese Regeln sind so beschaffen, dass sie sowieso automatisch zu Krishna leiten. Das sagt auch Krishna in der Bhagavad Gita, ich weiß jetzt leider nicht die Versnummer, aber dass jeder ist praktisch auf meinem Weg. Ne? Weißt du den Vers? Ja. Viertes Kapitel zumindest, wer gucken möchte. Also wir sind alle auf seinem Weg, ob besser oder schneller, wenn wir unsere Unabhängigkeit aufgeben und uns abhängig machen. Oder wir könnten noch weiter sagen, sprich nicht nach eigenen Vorstellungen handeln. Oder? Also wenn nicht aus eigenen Gedanken, Vorstellungen, eigener Laune, das ist der Ursprung sozusagen unseres materiellen Übels, könnten wir jetzt so ganz einfach sagen. Ne? Oder jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss nochmal, was wir schon gesagt haben, sprich nach Krishnas Anweisungen oder sprich, was wir auch hier gehört haben, in Prabhupads Erläuterung, durch den Guru oder durch die Repräsentanten Krishnas, also durch die Anweisungen, die von denen, die Krishna repräsentieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also somit haben wir jetzt eigentlich, und dann kommt auch der Schutz von Krishna. Und ich möchte jetzt hier kurz bei dem einem Stichwort Guru bleiben. Ich habe mir da gedacht, ich weiß, ich habe da vor einiger Zeit von Raghunath Das Goswami ein tolles Buch gelesen. Und da hat er einiges von den Guru beschrieben. Und da habe ich gedacht, da gucke ich nochmal, was da steht. Und da schreibt Raghunath Das Goswami, dass es vier verschiedene Arten von Gurus gibt. Es gibt einen Guru, der Wegweisende ist, also so der erste Guru, der halt so mal uns irgendwie ins Krishna-Bewusstsein reinbringt, in Gottesbewusstsein. Dann gibt es den zweiten Guru, das ist der einweihende Guru, der Diksha-Guru, der uns dann halt einweiht. Und dann gibt es auch noch einen anderen Guru, der uns ausbildet, sozusagen, der Ausbilder, der ist sozusagen der Shiksha-Guru. Und dann gibt es noch einen vierten Guru, und zwar den im Herzen, Paramatma, sagt Raghunath Das Goswami. Und das ist jetzt interessant, und kurz zum Vermerk, also das, was ich jetzt sagen werde hier bezüglich Guru, das ist alles basierend auf Shastra. Also nicht von mir, sondern von, zumindest von Raghunath Das Goswami, von Shastra. Das ist alles von Shastra bestätigt, kann man nachlesen. Und Raghunath Das Goswami sagt hier, der Diksha-Guru, der einweihende Guru, repräsentiert praktisch Krishnas Körper. Also er ist der Repräsentant von Krishnas Körper. Und was jetzt interessant ist, er sagt auch, dass aber der ausbildende Guru, der Shiksha-Guru, er repräsentiert Krishnas Selbst. So. Ich habe auch gedacht, wow, also Krishnas Körper, und dann noch Krishnas Selbst. Also das ist wirklich interessant. Und dann sagt er dazu, dass beide sind gleich anzusehen. Das heißt, beide haben denselben Status. Also wie gesagt, das kommt jetzt nicht von mir. Manchmal denke ich mir, verstehen wir das überhaupt? Oder wissen wir manchmal so, okay, Diksha-Guru, Diksha-Guru, Diksha-Guru. Und da gibt er noch ein paar interessante Details, was für mich auch jetzt wieder interessant war, wieder zu lesen. Und zwar sagt er dann noch dazu, dass also echtes Gottesvertrauen wird eigentlich in den Schüler von dem jeweiligen Guru in den Herzen dann gepflanzt. Also wirklich Vertrauen zu Gott kommt dann durch den Guru, ne, in den Schüler sozusagen, wird dann in den Schüler eingegeben, mehr oder weniger. Ne. Und dann beschreibt er noch im Weiteren, dass Diksha und Shiksha für verschiedene Dinge dann nochmal zuständig sind.
Aber es wird dann auch nachher noch beschrieben, dass sich diese Rollen oder diese, wie sagt man, diese Tätigkeit oder diese Pflichten sozusagen der verschiedenen Gurus, also jetzt in dem Sinne Shiksha und Diksha, kann auch teilweise auch ausgetauscht oder ein bisschen vermischt, oder es muss nicht immer ganz gleich so sein, aber im Hauptsächlichen ist es so, dass der Diksha-Guru verhilft dem Schüler, die Beziehung zu Krishna oder da in die Beziehung zu Krishna zu kommen. Wir könnten auch sagen, so Sambandha, ne? Sambandha-Gyan bekommen, also diese Beziehung mit Krishna einzugehen, und heilt den Schüler von seinen schlechten Angewohnheiten oder Auffassungen. Also der hat irgendwelche Spekulationen, irgendwelche Fehlvorstellungen, irgendwelche, was auch immer, schlechte Angewohnheiten, und davon sollte mehr der Diksha dem Schüler verhelfen in die Richtung. Wie gesagt, aber könnte auch teilweise auch natürlich der Shiksha übernehmen oder wie auch immer. Also es kann sich dann auch tauschen. Und der Shiksha sollte dann halt lernen, die Praxis von der Hingabe, die Praxis im hingebungsvollen Dienst, wie man das halt wirklich mehr das Alltägliche, was man halt macht, ausführt, wie man das umsetzt, Erfahrungen, was sind Realisierungen, und er nährt ihm einfach in dem Dienst, also er gibt ihm Inspiration, er ist sein Coach, der feuert ihn halt an, ne? Er ist halt so irgendwie dahinter, hinter dem Schüler. Und wie gesagt, das kann sich dann teilweise dann auch ein wenig austauschen, weil ja, natürlich kann auch der Shiksha helfen von schlechten Angewohnheiten. Das ist jetzt nicht gut, mach das nicht. Oder? Wenn die Beziehung da ist, natürlich auch. Ne? Das sind gewisse Themen, die können sich dann tauschen. Und dann beschreibt noch Raghunath Das Goswami, in manchen Fällen, oder beziehungsweise früher war das auch eher in manchen Fällen, das ist jetzt heutzutage eher nicht mehr eigentlich sehr aktuell, aber früher war das so, dass man halt einen Guru gehabt hat, den Diksha, der hat dann auch Shiksha sozusagen übernommen in dem Sinn. Und da war das halt klar, da hat der Schüler einfach dem Guru halt seinen Respekt und seine Ehre. Das war halt einfach dieser respektvolle Guru-Schüler-Austausch, was wir so, denke ich mal, verstehen, okay, was das bedeutet. Und aber im Falle, wenn es, so wie jetzt hier beschrieben, Diksha und Shiksha gibt, sagt Raghunath Das Goswami, sollte man die beiden Gurus auf einer selben Ebene respektieren, Respekt erweisen. Sage ich mehr oder weniger, da ist kein Unterschied, das sind nur halt gewisse Aufgaben, sind die Unterschiede. Aber du kannst jetzt nicht sagen, der ist jetzt besser, der ist schlechter. Die haben natürlich gewisse Unterschiede, die Gurus, das wird auch beschrieben. Klar, das sind nicht dieselben, das ist nicht eine Person. Aber die haben halt verschiedene Aufgaben einfach. Ne? Und heutzutage, also wenn das klappt, oder wenn es halt so wirklich in die Richtung geht, was die Dikshas und Shikshas als Hauptaufgabe haben, Bezug zu den Schülern, ist es in meiste Zeit ja so, dass der Diksha eher die hauptsächlichen Dinge, also die gröberen, also wirklich die wichtigen Dinge übernimmt, und der Shiksha halt die alltäglichen, die ständigen, die Kleinigkeiten und viele Dinge, die da halt im Alltag passieren. Also da sind heutzutage eher so mehr die, aber wir haben auch die Unterschiede mehr oder weniger gehört. Und dann sagt auch noch Raghunath Das Goswami dann noch, da könnten wir jetzt sagen, das geht dann in die Beziehung Richtung Guru und Schüler, wie das sein kann, und kann auch mehr oder weniger teilt er das in zwei verschiedene Arten ein. Und dann sagt er, man kann Guru oder Gurus, also jetzt einen oder auch zwei, in dem Fall, was wir gesprochen haben, aus Pflicht dienen, dass man einfach sagt, okay, er ist mein Guru, ich diene ihm einfach. Ne? Ist eine eher etwas formelle Sache, aus Pflichtgefühl. Oder man kann aus Vertrautheit und Liebe dienen, sagt er. Und dann sagte er, das Zweitere sollte unbedingt angestrebt werden. Das ist das, was eigentlich wirklich die Beziehung dann ausmacht und nicht das, ja, ich mach's. Das heißt, ich weiß, ich muss das tun. Ne? Es hat nicht unbedingt diese, ja, essentielle Liebe. Und da habe ich mir auch gedacht selber, ich habe schon, es ist interessant für mich selber auch jetzt darüber zu reden, und das steht jetzt vielleicht hier nicht so viel im Vers, aber es wird schon angedeutet und viel, dass man halt das
dass man unter der Anleitung Krishnas, beziehungsweise das ist dann praktisch der Guru, handelt. Und ich habe selber auch einige Zeit jetzt meditiert, auch die Beziehung. Zum Beispiel, ich habe selber auch reflektiert, man sollte auch hin und wieder mal reflektieren. Oder merke ich für mich, ist es hilfreich und gut, wenn man mal über sein spirituelles Leben, wie sagt man so, ein bisschen Revue führt, oder wie sagt man das? Revue? Revue passieren lässt, ja. Dass man so ein bisschen mal in sich geht, okay, was mache ich, wo stehe ich, was geht ab? Und da habe ich mir selber jetzt vor einiger Zeit jetzt schon auch Gedanken gemacht, wie ist meine eigene Beziehung zu meinem eigenen Guru? Und da habe ich mir gedacht, ja, geht so, aber die könnte viel besser sein. Könnte viel besser sein, sollte viel besser sein. Also man kann jetzt nicht sagen, es passt, passt schon, passt schon. Die Österreicher sagen, passt schon. Sondern es könnte viel besser sein. Und da habe ich mir gedacht, ich habe auch mit einigen Mönchskollegen auch gesprochen darüber, über diese Themen. Ja, man sollte sich bemühen, wirklich mit dem Guru intensivere Beziehungen haben. Das ist eine Bemühung, das ist eine Arbeit, das ist eine Tätigkeit, das ist eine Art von Hingabe. Das ist nicht, was ich, naja, das entwickelt sich dann irgendwann. Das ist eine Bewusstseinsfrage. Will ich das überhaupt? Wir sind Persönlichkeitsanhänger, oder? Wir verehren die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna. Er ist eine Person, er ist die absolute Person, er ist die höchste Person, er ist die tollste und die beste Person. Und Guru ist der Repräsentant von ihm. Das heißt, wir können jetzt nicht was das Höchste, das Beste, das Persönlichste so erreichen, dass wir selber, sage ich unter Anführungsstrichen, unpersönlich sind in unserer Beziehung zum Guru. Und da ist halt, dann sind halt wir selber gefragt, wie persönlich, wie weit. Und jetzt, das ist jetzt in Bezug zu Guru, aber in Bezug jetzt dazu, in unseren alltäglichen Beziehungen, wie persönlich sind wir da? Ich komme noch ganz kurz mal so darauf zurück, weil es waren so interessant, wie ich vorbereitet habe, haben sich die Themenbereiche auch teilweise überschnitten. Da habe ich mir gedacht, wow, das ergänzt das eine oder das andere, es fließt da ineinander. Und wie wichtig eigentlich diese Themen sind, darüber mal zu reflektieren, ein besseres Verständnis für uns selber zu haben. Und wie gesagt, jetzt kurz noch einmal zu diesen Guru-Schüler-Beziehung. Ja, wo steht man da? Und da kann man immer mehr machen. Man kann immer mehr Bemühungen, mehr freundlicher, mehr sozialer, mehr irgendwie erarbeiten. Was ist meine Pflicht als Schüler zu Guru? Was ist die, okay, der Guru hat auch Pflichten, wie zum Beispiel jetzt ein Diksha-Guru, dass er die Verantwortung übernimmt, den Schüler zu Krishna zurückzubringen. Das ist eine riesen Verantwortung. Wer macht das schon? Also ich habe auch schon von Devotis gehört, von wirklich sehr Fortgeschrittenen, dass sie gesagt haben, nee, das mache ich nicht. Das ist eine riesen Herausforderung. Sag mal, ich gucke, dass die Person zu Krishna zurückkommt. Dann was, wenn er einen Quatsch macht? Bist trotzdem du verantwortlich. Das ist schon eine Riesensache. Dass man einfach die Verantwortung nimmt, eine Person zu Krishna zum Endziel zurückzuführen. Das sind schon vielleicht Milliarden von Leben hier. Oder Multimilliarden oder was weiß ich, wie lange wir schon hier herumeiern, wie lange wir schon hier unterwegs sind in diesem materiellen Universum. Wer macht sich diese Barmherzigkeit an? Ich mache das, ich gucke, dass der oder die da ankommt, schön bald, so schnell wie möglich. Schon eine große Sache. Wie auch immer, das ist jetzt was anderes, aber ja. Und dann sagt noch Raghunath Das Goswami, wenn normalerweise der Schüler einfach diesem Prozess folgt, über Krishna zum Beispiel hört, meditiert, chantet und so, sagt Raghunath Das Goswami, das ist ein gewöhnlicher Dienst zum Guru. Also ein Standard, so ein 0815, sagt man, gewöhnlicher Dienst zum Guru. Und wenn der Schüler aber aus Liebe zuerst dem Guru dient und dann Krishna verehrt, wenn er dann Zeit hat oder später, im Sinne, dass
Guru ist die Person, die ihn dann zu Krishna bringt. Und nicht Krishna ist die Person, die mit dem ich den Guru überspringen kann. Oder was? Ich jetzt versucht irgendeinen Blödsinn zu sagen, damit es, versteht ihr? Damit es, darum geht es nicht. Sondern der Guru und dann Krishna. Und speziell am Anfang, und das ist dann die vertraute oder als dass wir das vertraute oder außergewöhnliche Beziehung oder Dienst dann beschrieben. Dass wir das wirklich vertraut und eigentlich wirklich wertvoll und wirklich essentiell, würde ich sagen. Das ist die Essenz. Das ist das richtige Verständnis vom Schüler, wie er dann wirklich zurückkommt. Weil das sieht dann auch Krishna und sagt, okay, das ist dein Guru, guck mal auf ihn. Und dann später bekommst du sowieso mich. Aber nicht umgekehrt oder nicht irgendwie so, ja, komm zu mir und dann, ja, der Guru, es passt schon, ich habe schon meinen Namen oder so in der Regel, oder ich habe schon was, weiß ich, eine Schnur oder irgendwas. Das ist nicht der Sinn. Und oft, was ich auch ein wenig sehe bei uns oder allgemein, das sind schon oft Missverständnisse da. Diese Themen werden oft nicht wirklich richtig gut verstanden. Das heißt, wir lesen zu wenig oder wir hören zu wenig oder was weiß ich was alles. Es wird schon immer wieder, ist das ein bisschen wischiwaschi, sagt man. Und dann sagt noch Raghunath Das Goswami, eigentlich sollte man für Guru und Krishna dasselbe empfinden. Wenn wir sagen, oh Krishna, nice, Hare Krishna, sollte man auch, oh Guru, nicht, wir chanten jetzt nicht Hare Guru, aber wir chanten natürlich Krishnas Namen, aber wir sollten Guru wirklich mehr im Bewusstsein haben, mehr die Rolle verstehen. Oder nochmal von den Gurus. Höchstwahrscheinlich, weil meistens haben wir auch heutzutage auch nicht nur Guru, sondern eigentlich Gurus. Das war eher damals mehr nur Guru. Da war meistens, oder ich weiß nicht, ich meine, in verschiedensten Aspekten vielleicht einer da, wo zum Beispiel ein kleiner junger Mann in die Gurukula gekommen ist, zu dem spirituellen Meister, und dann ist er dort aufgegangen. Das war was anderes wie heutzutage, wo wir den Diksha haben, aber die meisten Dinge haben wir mit Shikshas zu tun. Oder Shiksha können auch mehrere sein, muss nicht einer. In manchen Fällen ist es einer oder in manchen Fällen mehr. Ich meine, Shiksha haben wir von mehreren. Aber es könnte zum Beispiel eine Hauptshiksha und manche noch, die auch gewiss Shiksha geben. Also es gibt verschiedene Aspekte dann. Manche vielleicht mehr im Dienst, manche im Spirit, manche im Philo, was auch immer. Also Shiksha kann auf mehreren Ebenen passieren. Und der sagt ja, eigentlich sollte diese Empfindung zu Guru und Krishna gleich sein, aber er sagt, der Neuling sollte mehr Zuneigung zu Guru haben. Warum? Weil er durch ihn zu Krishna kommt. Wenn später die Beziehung zu Guru intensiv ist und hingegeben ist, dann wird automatisch die Beziehung zu Krishna besser. Und auch nicht, dass wir nachher den Guru fallen lassen, was wir auch so in Mayavadi Tendenzen kennen, wir verehren Krishna und wenn das alles passt, dann brauchen wir Krishna nicht mehr. Das ist auch wieder was anderes, aber das sollte auch nicht mit Guru passieren, sondern schon gleiches Empfinden, auch später für Guru und Krishna, aber am Anfang mehr für den Guru oder für die Gurus. Ich betone es noch einmal, weil das ist, denke ich, sehr oft ein komplett falsches Verständnis. Und dann zitiert er auch noch einen schönen Vers, das heißt, Yasya Deve Para Bhaktir Yatha Deve Tatha Gurau. Und das heißt dann so viel wie, da der Neuling noch keine gute Beziehung zu Krishna hat, muss er zu Guru, also muss seine Beziehung zu Guru gut sein, damit der Neuling diese vertraute Beziehung vom Guru halt eigentlich bekommt. Also das wird ihm dann gegeben. Diese Beziehung, diese gute Beziehung dann zu Krishna erlangt er dann durch seinen Guru oder noch einmal durch seine Gurus. Ja? Das ist eigentlich interessant. Also ich war selber sehr berührt, wie ich das gelesen habe. Dann war, wow, also wir sollten, glaube ich, mehr über solche Themen meditieren. Ne? Mehr. Und jetzt möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, eine Guru-Geschichte und dann noch ein paar andere Themen und dann Zitat schreitet ja eh schon voran. Und zwar, da geht es hier um einen Schüler von Shankaracharya. Ne?
Er war auch ein Guru natürlich, Shankaracharya, ein bekannter Acharya und ein Schüler von ihm. Ein schönes Beispiel von Guru-Hingabe findet sich unter den Schülern Sri Shankaracharyas. Diese hatte einen Schüler namens Giri. Hinterher habe ich mir schon gedacht, wie ich da gelesen habe. Ja, das ist aber sweet. Anyway, das wissen jetzt nur einige, warum ich jetzt lache. Aber später hat dieser Schüler, glaube ich, Totakacharya geheißen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und er war ein Analphabet. Dieser kleine Giri war ein Analphabet, der ihm die Kleider wusch, also der ihm die Kleider gewaschen hat von Shankaracharya, kochte und andere einfache Dienste verrichtete. Selbst während der Vorträge seines Gurus war Giri beschäftigt. Er war immer tätig, ne? Im hingebungsvollen Dienst zu seinem Guru Maharaj. Obschon er versuchte, mit zuzuhören. Seine Mitschüler belächelten ihn. Haha, der kleine doofe Giri. Ne? Einmal allerdings verspätete sich Giri, um Kleider zu waschen, hatte er einen Fluss überqueren müssen und Shankaracharya wollte seine Lesung nicht beginnen. Er hat gerade eine Lesung gehabt, aber er hat gewartet. Wir warten jetzt, bis Giri kommt. Okay, er kommt vielleicht nicht, aber vielleicht ist er schon in unseren Herzen, Giriraj. Jetzt habe ich die Zeile verloren, sorry. Lesung nicht beginnen. Genau. 16.000 Schüler saßen erwartungsvoll. Die haben geguckt, was ist los, warum legt unser Guru Maharaj nicht los? Vor ihm und drängten, doch zu beginnen. Außer dieser eine Schüler, der ohnehin nicht viel verstand, wären ja alle da. Doch Shankaracharya wartete. Giri schließlich, der seinen Dienst beendet hatte, kam angehastet und setzte sich. Da forderte ihn sein Guru auf, über die Schriften zu sprechen, und auf die Anweisung hin begann der vermeintliche Dummkopf, Sanskritverse vorzutragen. Vollendet in Philosophie und in Poesie, mit Stabriemen und Metaphern. Als so unerhofft tiefsinniges Wissen aus seinem Mund floss, waren seine Mitschüler maßlos erstaunt. Wow, was geht denn da hier ab? Wir haben gedacht, das ist unser kleiner Wäschergiri. Shankaracharya erklärte darauf, dies sei die Folge seines vertrauten und ergebenen liebevollen Dienstes. Wow. Schönes Beispiel, oder? Da können wir uns ein Stückchen vielleicht abschneiden. Ja. Shankaracharya Ki. Und ja, Giri. Giri Ki. Und Giriraj Maharaj auch Ki. Ja, also. Ja. Und dann. Okay, jetzt haben wir die Geschichte. Gehen wir jetzt vielleicht ganz kurz wieder zum Vers ein wenig zurück, in einem gewissen Aspekt. Und zwar, wo es dann heißt, wo Krishna dann sagt, im zweiten Teil des Verses, sei dir bei solchem hingebungsvollen Dienst über mich voll bewusst. Und machen wir da jetzt vielleicht ein wenig weiter, dass wir voll bewusst sind. Und das heißt, man kann eigentlich nur mit gereinigtem Bewusstsein voll bewusst sein, oder? Oder können wir mit so irgendwelchen tamasischen Gedanken voll bewusst sein und schon über die höchste Persönlichkeit Gottes, geht das? Und das ist interessant, das habe ich jetzt später dann, wir haben schon darüber gesprochen vorher ein wenig, aber dann Schiller Prabhupada, ich habe eine Aussage von Schiller Prabhupada dazu gefunden, wo Schiller Prabhupada dann sagt, gereinigtes Bewusstsein heißt, nach den Anweisungen Krishnas zu handeln.
Wow, Prabhupada sagt dasselbe wie Shastra, wie kommt denn das? Da sagt er, ja, das geht dann, wenn wir nach den Anweisungen Krishnas oder nach den Gurus handeln. Ne? Sehr interessant. Und es wird dann beschrieben, dass eigentlich die Reinigung selbst kann natürlich dann nur durch Krishna erfolgen. Also Krishna gibt dann die Reinigung, er reinigt. Wenn diese Intentionen, die Einstellung, das Bewusstsein, wenn wir genügend Shastra, wir genügend Wissen zur Verfügung haben, wir verstehen, wie es läuft und wir handeln danach, wir agieren danach, was wir gehört haben, die Tätigkeiten, ne, unter Krishnas Gurus Anweisungen, dann gibt Krishna die Reinigung, dann kommt das Ergebnis daraus. Ne? Und ich hab da einen schönen Vers gefunden bezüglich Reinigung im Srimad Bhagavatam im 10. Kanto. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. O König, im Laufe der Zeit werden Land und andere materielle Besitztümer gereinigt. Durch das Baden wird der Körper gereinigt. Durch Reinigungszeremonien wird die Geburt gereinigt. Durch Sparmaßnahmen, wenn man sparsam ist, werden die Sinne gereinigt. Deswegen Brahmacharis versuchen zu sparen. Also ein typischer Brahmachari, der ist sehr sparsam. Aber warum? Weil der guckt auch, dass seine Sinne unter Kontrolle sind. Ne? Dadurch trocknen seine materiellen Sinne ab und dann diese materiell abgetrockneten Sinne, daraus entwickeln sich dann die spirituellen, dann kommen die spirituellen vor. Deswegen ist der Brahmachari. Aber natürlich sollten auch Grihasthas in die Richtung gehen, dass sie reguliert leben. Aber man kann ja sparsam leben, auch als Grihastha. Da muss man nicht zu viel arbeiten und da kann man mehr Spirituelles nachgehen. Ne? Ist auch praktisch, sehr praktisch. Und durch Anbetung und Almosen, von, also wenn man das Brahmanas gibt, werden materielle Besitztümer gereinigt. Jetzt passt auf, durch Zufriedenheit, was glaubt ihr, was durch Zufriedenheit gereinigt wird? Das ist ein guter Tipp, könnt ihr euch vielleicht, könnt ihr versuchen, zufriedener zu werden, muss ich auch, ja? Genau, der Geist wird durch Zufriedenheit gereinigt. Also, ich bin happy, alles okay, ist nice. Dann wird der Geist immer klarer und sagen, ja, der ist zufrieden, der ist okay. Der will nicht wieder irgendwas anderes. Ne? Sagt, ist schon gut, passt schon, ist alles okay. Schönes Wetter draußen, es schüttet, habe ich mehr Zeit zum Lesen. Irgendwie, man muss einfach immer, ja, ist okay, passt schon, alles gut, kein Problem. Und dann der letzte Punkt ist, durch Selbstverwirklichung bzw. durch Krishna-Bewusstsein wird dann die Seele gereinigt. Ne? Das ist dann das, was wir wirklich dann, der Prozess vom Bhakti-Yoga, ne? Wirklich durchführen. Aber es gibt auch andere Reinigungsprozesse. Das ist interessant natürlich, aber das Höchste ist natürlich dann, ja, dass die Seele wieder klar scheint und strahlt. Und dann sind wir wieder glücklich. Und wir haben ja auch hier vom Schutz gehört, dass dann Krishna eigentlich sagt im Vers, ja, handle immer unter meinem Schutz, sagt dann Krishna. Und zu Schutz habe ich dann auch etwas gefunden, auch eine schöne Aussage von Srila Prabhupada, wo Srila Prabhupada dann sagt, er gibt eigentlich ein Beispiel. Und zwar sagt er, wir haben so viele Unterkünfte, so viele verschiedene Dinge geschaffen, ne, in denen wir Zuflucht oder beziehungsweise Schutz suchen können. Ne. Und genau wie ein Kind zum Beispiel bei den Eltern Schutz sucht, ist auch ein Beispiel. Oder dann nennt er weitere Beispiele, Srila Prabhupada, oder ein kranker Mensch Schutz sucht bei einem Arzt, der ihm dann einfach heilen soll, der ihm helfen soll, gesund zu werden. Oder er sagt auch, oder ein Ertrinkender, der zum Beispiel im Meer herumgespült wird, bei einem Boot oder bei einem Schiff Zuflucht sucht. Und das ist dann dort sein Schutz, ne? Und dann sagt weiterhin Srila Prabhupada, aber Prahlad Maharaj hat gesagt, jetzt kommen wir jetzt zu einem kleinen Prahlad, er hat Schutz gesucht bei einem Simhadev. Ha, sehr klug, sehr gut gemacht, oder? Simhadev hat ihn auch wirklich für einen Vater beschützt vor Hiranyakashipu, ne? Und er war komplett furchtlos. Ne? Er hat sich nicht gefürchtet von seinem Vater und von seinen dämonischen Dienern,
die ihn des Öfteren immer wieder versucht haben, Umzug zu bringen. Er hat einfach nur über Krishna meditiert, hat sich nicht stören lassen. Wie auch immer. Und dann Prahlad Maharaj sagt, all diese Zufluchtsorte, also die wir vorher jetzt zum Beispiel gehört haben, sozusagen, oder verschiedene andere materielle Zufluchtsorte, sind eigentlich keine Zufluchtsorte. Der richtige und einzige Zufluchtsort ist deine Herrschaft, mein Herr. Das sagt Prahlad Maharaj. Und dann hat Prabhupada noch kurz ein weiteres Beispiel gegeben, dass wenn wir jemanden vernachlässigen, wird keine Zuflucht geboten. Also wir können dann selber auch auf der anderen Seite sehen, wenn wir auch versuchen zu schützen, zu beschützen, Zuflucht zu geben, sprich auf der spirituellen Ebene, dann sollen wir nicht vernachlässigen und nicht weggucken. Weil er hat dann das Beispiel genannt, genau dasselbe Beispiel, was er auf Materie genannt hat. Ja, was ist, wenn da jemand ertrinken will und ah, ich habe es nicht gesehen und wir rudern weiter, dann gibt es keinen Schutz. Was ist, wenn ein Elternteil sagt, ach der Junge, ach der nervt mich jetzt, ich gebe ihm einfach einen Gameboy, gibt es das noch? Nee, jetzt gibt es Handys und Tablets und sowas. Der ist schon irgendwie, und dann wächst er nicht ordentlich auf, da bekommt er nicht die richtige Ausbildung, richtige Liebe, liebevollen Austausch, dann wächst er irgendwie auf. Oder wenn der Arzt sagt, ja passt schon, nimm das, wird schon gut, tschüss. Aber keine Liebe, keine Zuneigung, keine Gabe von Zuflucht da ist, dann funktioniert das nicht. Ne? Und es ist genau dasselbe, wenn wir bei Krishna nicht richtig Zuflucht nehmen, mit der richtigen Art, mit dem richtigen Verständnis, mit dem richtigen, im richtigen, also detailliert mit den richtigen Vorgängen, also mit den richtigen Schritten, dann wird diese Zuflucht, dieser Schutz nicht wirklich richtig gewährt. Na, was erwarten wir uns dann? Wir sollen uns nicht nur, ja Krishna, ich brauche deinen Schutz. Ja, was mache ich dafür? Mache ich meinen Teil? Mache ich was, was ich hier laut Schriftwerke beschrieben ist? Mache ich das? Und dann wundere ich mich oft, warum hast du mich nicht beschützt, Krishna? Warum habe ich ein Auto? Ich habe das. Ja, was machst du? Wir müssen uns immer selber reflektieren. Ja, ein paar kleine Punkte noch und dann höre ich auf und vielleicht haben wir da noch kurz Zeit. Und dann hat Srila Prabhupada noch in der Erläuterung auch erwähnt, dass wir gucken sollten, dass wir Krishna zufriedenstellen. Und da gibt es im Bhagavatam einen sehr schönen Vers, das ist ein relativ bekannter Vers, auch im ersten Kanto, zweiten Kapitel. Das heißt, Atapum Pirti Jvashrishta Varnashrama Vibhagasa Sa Nushtitasya Dharmasya Samsithir Hari Toshanam. Und dieses Samsithir Hari Toshanam, das heißt, einfach für die Freude Krishnas zu handeln. Und der Vers heißt so viel übersetzt in etwa, dass die Schlussfolgerung allem sollte sein, also all unsere Verpflichtungen, der höchsten Verpflichtungen eines Menschen, Krishna eine Freude zu bereiten. Nichts anderes, ne? Das ist eigentlich das höchste Gebot sozusagen. Und ja, wenn wir das wirklich versuchen nachzugehen, ja, dann können wir mal wirklich Atmaram, Glückseligkeit erfahren, ne? Krishnas Freude spüren im Herzen. Und ja, also damit das Krishna mit uns zufrieden ist, dann wären wir auch zufrieden. Das ist unsere Glückseligkeit, das ist unsere Freude. Und Prabhupada erwähnt dann auch, und dabei, bei diesem Dienst oder bei dieser, was wir da ausführen, in dieser Haltung, was wir jetzt hier alles gehört haben, sollten wir an Krishna denken. Ja, viel Spaß. Es ist nicht einfach, aber wir können es üben, wir sollen es üben, wir müssen es üben. Das ist unsere Pflicht, wenn wir nicht hier noch ein paar Ewigkeiten weitermachen wollen auf der materiellen Ebene. Weiter leiden, weiter Leid und Frust und Trauer. Also ich muss gestehen, ich habe davon schon genug gehabt. Und ich weiß, davon kommt noch einiges. Aber macht nichts, das soll mir einfach nur helfen, noch mehr bei Krishna Zuflucht zu nehmen. Ne? Wir müssen das ab einer gewissen Zeit einfach nur mehr transferieren und sagen, ah, sehr gut, sehr gut. Noch eine Schwierigkeit, okay, noch mehr Chen, Hare Krishna, Krishna Krishna. Einfach noch mehr weinen, noch mehr Chen. Wir sollen uns nicht hier wohlfühlen in dieser materiellen Welt. Es ist nicht dazu geplant, es ist nicht dafür erschaffen. Das ist nur das, was wir denken.
was wir glauben, was in so einer Illusion, ja, ja, ich fahre in Urlaub und da ist schön, da esse ich gut, da ist Sonnenschein und wir haben eine tolle Freundin und das und jenes, aber das ist es nicht, wozu diese materielle Welt geschaffen ist. Das ist nur dieser illusionierende Wunsch, den wir damals gehabt haben, wenn wir von Krishna weggekommen sind. Aber das ist ja nicht das Richtige. Ja, und dann ganz zum Schluss, und jetzt das ist der Endpunkt, dann hören wir auf, und Prabhupada betont dann ganz zum Schluss, er sagt, wenn wir bei der Handlung, also wenn wir dann auch wirklich, also noch ein, zwei Punkte und dann machen wir Schluss, wenn wir bei der Handlung an Krishna denken, das ist dann wirklich perfektes Krishna-Bewusstsein. Also das setzt dann noch dazu, zu den Handlungen, wenn wir dann wirklich auch an Krishna noch denken können, das ist Krishna-Bewusst. Aber ich mache was und, oh Krishna, ich mache das jetzt für dich. Stellt euch vor, wie schön, wenn man einfach ein bisschen mehr Ruhe im Geist hat. Dazu braucht man einen klaren Geist, klare Intelligenz, der uns immer an Shastra oder an Krishna, an gewisse spirituelle Dinge erinnert. Und dann kommt auch Krishna da rein. Ah, Krishna, für dich. Ich mache es für dich mit Liebe. Und nicht, ja, ich habe jetzt was Wichtiges zu tun. Was habe ich schon Wichtiges zu tun? Wir denken immer, wir sind so wichtig oder wir haben so viele wichtige. Ja, natürlich. Aber wir sollen die Ruhe haben, wir sollen diese Reife haben, dass wir dann auch wirklich Krishna in Erwägung ziehen, ins Bewusstsein ziehen, weil sonst wird das Ganze nicht viel Nutzen haben, außer unsere eigene Zufriedenheit. Ja, ich habe es gemacht. Aber für wem oder für wie oder was war die Einstellung? Was war die Motivation? Einfach mit Liebe, Hingabe. Das heißt nicht, dass es nicht manchmal schnell gehen muss, aber manchmal vergisst man auch natürlich, oder manchmal ist es nicht so einfach, in einem Krieg zum Beispiel, wie auch Arjuna hat schießen müssen, die ganze Zeit, aber er hat es im Bewusstsein gehabt, ich mache es für ihn, er wollte es von mir. Mein Guru wollte es, also sein Guru war Krishna gleichzeitig, aber ja. Und dann sagt schon ganz Prabhupada ganz zum Schluss, was das ein Schlusspunkt ist und was sehr wichtig ist zu verstehen, dass aber nach eigener Laune sollten wir Krishna Dinge nicht anbieten. Ja? Also wir sollten nicht aus eigenem Gutdünger irgendwie. Ich sage eine kleine Geschichte dazu. Ich sage jetzt keinen Namen, aber da war ein Devote und er hat ein Auto gekauft, ein gebrauchtes Auto, und das hat er dann hergerichtet und dann hat er es einem Tempel geschenkt oder wollte es einem Tempel. Und dann der Tempel hat gesagt, ja, das ist lieb, danke, aber also, wir können mit dem Auto jetzt wirklich nichts anfangen einfach. Ne? Das ist halt schön, wenn man trotzdem Geschenke gibt oder was macht, aber es ist auch manchmal mit dieser Geschichte auch nützlich, zum Beispiel zu fragen, ja, was braucht ihr, oder was ist gut oder was ist nützlich. Und dann dieser Devote war dann etwas beleidigt in der Richtung, ja, aber die haben jetzt mal ein tolles Geschenk nicht angenommen. Aber, gut, es war halt, was soll ich jetzt machen, wenn ich jetzt, jemand kommt zu mir und schenkt mir, ich weiß nicht, ein hübsches Brautkleid. Ich sage, danke, schaut wirklich toll aus, aber was, rosa, aber was soll ich denn damit? Oder schneeweiß. Sehr schön, wirklich. Wertschätzung, aber ich kann damit nicht wirklich viel, zumindest den Krishnas Dienst nicht machen. Ne? Und also deswegen, also man sollte nicht aus eigenem Tun über Krishna, deswegen auch diese, was ist hier durch die Repräsentanten Krishnas. Dann kommt was und dann machen wir, dann ist es auch der sichere Weg zu Krishna, was von Krishna kommt oder wie es zu Krishna zurückgeht. Was er braucht. Ne? Also das sind die beiden Linien. Dann ist der Kreis geschlossen sozusagen. Also von Krishna, also zu Krishna und von Krishna. Ne? Was zwischen uns und Krishna und der Guru dazwischen. Ne? Weil ohne den oder ohne denen geht es nichts praktisch. Ne? Und dann sagt Prabhupada noch, nach Anweisungen zu handeln, ist die Perfektion des Lebens. Damit ist dann die Perfektion des Lebens erreicht. Und dann macht Prabhupada einen Punkt. Punkt. Das war der Schluss seiner Erläuterung. Es ist einfach, oder? Also wenn wir das Ganze jetzt durchgehen, macht das Sinn, oder? Macht Sinn, oder? So einfach. Also für die Einfachen ist es einfach und für die Komplizierten ist es kompliziert. Sagt Prabhupada immer.
Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr so viele da versammelt gewesen seid und noch immer seid. Hare Krishna, herzlich willkommen auch alle neuen Gäste. Und ja, ganz kurz, wie auch bei der letzten Abendlecture, ich möchte noch erwähnen, wenn jemand speziell vielleicht von unseren indischen Gästen gern liest, wir haben sehr schöne Bücher über Krishna, wir haben hier sehr schöne Bücher und ich werde gleich nach hinten kommen zum Tisch und wenn Sie Bücher möchten, kann ich eine kleine Beratung geben. Aber wenn jemand vielleicht eine Frage hat oder eine Anmerkung oder eine Beschwerde Einspruch, Einspruch, Spaß, ja. Gerne, gerne. Ja. Genau, so war es, ja. Okay, also ich weiß dazu auch keine ganz detaillierten Details, aber man sagt ja, dass der Guru, also speziell jetzt bezüglich Diksha, weil man meistens immer den Diksha so im Kopf hat mit Guru, wie gesagt, das ist eigentlich kein richtiges, komplett richtiges Verständnis. Oder sagt man, der Guru, also jetzt sagen wir Diksha, aber auch in dem Sinn jetzt Shiksha, wie wir gelernt haben, repräsentieren Krishna. Und jetzt ein Aspekt noch oder noch ein Detail ist, dass der Diksha den Körper Krishnas repräsentiert und der Shiksha sein Selbst. Ich kann jetzt auch keine näheren Erläuterungen, wenn wir jetzt Raghunath Das Goswami mit uns hätten oder Fragen stellen. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, es ist jetzt kein Spaß. Ich habe schon öfter sowas gehabt, dass ich so, man ehrlich ist, wahrhaftig und man will was wissen und man ist begeistert, enthusiastisch. Oh ja, wie funktioniert das? Ich habe kurz darauf öfter Sachen gelesen, gehört und auf einmal, wow, da steht's. Und ich, wow, Krishna hat es mir beantwortet. Ich habe jetzt unlängst so eine Situation gehabt, ich kann mich jetzt leider nicht mehr genau erinnern, was es war, aber das war auch, wo ich mir dachte, wow, danke Krishna. Vor ein paar Tagen war irgendwo, das war wirklich nicht vor langer Zeit, da habe ich auch so eine Frage und dann ist es irgendwie so weggeblieben, weil wir jetzt keine Antwort gehabt haben. Ja, das war bei Govind, ah ja, stimmt, jetzt weiß ich's. Das war sogar heute. Das war sogar wirklich heute, weil ich habe Govindadev Prabhu bei der Lecture die Frage gestellt, wo Dhruva Maharaj auf welcher Stufe er jetzt gekommen ist, auf Bhava oder vielleicht Prema. Und dann hat er eine schöne Antwort gegeben, aber es war nicht ganz definiert. Und heute habe ich gelesen, in Bezug zu Narada Muni, wie er dann selber erzählt zu Vyasadev, zu seinem Schüler, wie er selber erzählt im Bhagavatam im ersten Kanto, wie er erzählt, dass er wie damals, also wie er mit seiner Mutter diesen Heiligen gedient hat und dann später, wie er dann ist seine Mutter verstorben durch den Schlangenbiss und dann ist er ein Vrajakacharya geworden, also ein wandernder Prediger, also ein wandernder Heiliger. Und da auf seinem Weg hat er dann Stück für Stück seinen Fortschritt gemacht und dann beschreibt er seine Stufen. Und dann beschreibt er auch, dann später erscheint ihm auch Krishna, ne? Oder Vishnu persönlich. Und dann ist dann beschrieben, ja, und da war ich auf der Stufe von Bhava, sagt er so. Und da habe ich gesagt, wow, das steht ja hier. Jetzt erzählt mir Narada Muni das, was ich eigentlich hier bei Dhruva wissen wollte. Nämlich ist auch Vishnu erschienen. Also ich spekuliere jetzt ganz leicht, aber ich meine, das sind schon sehr große Parallelen. Natürlich, Narada Muni ist jetzt noch etwas anders wie Dhruva Maharaj. Weil wir wissen, er hat einen vermischten Wunsch gehabt. Aber trotzdem, es war interessant, ich habe ihm die Frage gestellt und kurz darauf später lese ich, wow, Krishna offenbart hier, genau jetzt so eine Stelle, wow, wie speziell. Ne? Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt keine ganz genaue Schlussfolgerung, aber immerhin, ich habe mir gedacht, aha. Also jetzt nur ganz kurz, nicht, dass ich das jetzt komplett abspielen will, aber viel mehr Details habe ich nicht, das können wir so annehmen einfach, als Teil vielleicht auch einfach wirklich im Bewusstsein zu haben, okay, wir haben einen Guru, er repräsentiert Krishnas Körper und die Shikshas sogar Krishnas selbst. Und die werden wirklich gleichgesetzt. Und es ist schon, alleine denke ich, wenn wir das haben,
Das müssen wir vielleicht gar nicht ganz genau verstehen, was es ist. Das ist jetzt nicht ganz so, aber wenn wir das so im Bewusstsein haben, dass sie sozusagen so eine gewisse wichtige Rolle spielen, dann denke ich, kann diese natürliche Demut oder Respekt oder Austausch da sein. Einfach, wenn wir das nur versuchen zu verstehen oder wir müssen es nicht perfekt verstehen, das können wir vielleicht nicht. Was heißt das jetzt genau? Das ist ja nicht, dass wir das jetzt irgendwie auf, ich weiß nicht, ne? Sondern dass wir dieses Sentiment, dass wir, wow, also das ist so eine hohe Position, das ist so eine spezielle Sache, dass wir vielleicht das verstehen. Ich denke, das ist das Wichtige. Ne? Ich hoffe, es ist damit geholfen. Ja, Subal? Genau, ja, das könnten wir dann nochmal dazu fügen. Also deswegen auch macht es auch dann wieder Sinn, dass auch diese zwei Gurus dann wieder auf der gleichen, also ja eben, zum Beispiel, was ein heiliger Name ist, auch nicht verschieden von Krishna. Wir können, jetzt nur wie ein Spar oder wie ein Vergleich. Wir könnten sagen, der Shiksha-Guru ist der heilige Name und der Diksha-Guru ist Krishna. Aber wir wissen ja, das ist eigentlich dasselbe. Also so ähnlich könnten wir dann, ja, na dann sind wir jetzt genau wieder dort. Da macht das ja auch Sinn, diese Aussagen von Shastra. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, der Sinn, was wir eigentlich verstehen sollten. Ja, aber danke. Sanjay? Also Prabhupada hat versprochen, wenn wir, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wenn wir ca. 75% erreichen, dann macht Prabhupada oder Chaitanya Mahaprabhu oder Nissim Mahadev ein Auge zu und dann passt schon, ist okay. Also wenn ich jetzt darauf, auf diese Aussage zurückgreife, dann vielleicht nicht hundertprozentig. Vielleicht ist es noch okay, wenn so ein kleiner Brösel noch da ist von Angst oder ein paar kleine Unreinheiten von. Ne? Es war zum Beispiel bei Dhruva auch, er war jetzt nicht, anyway, wir kommen dann am Mittwoch, spreche ich dann darüber, wie dann Krishna in der, oder Vishnu in der Mitte, und dann ist er wirklich frei geworden. Ne? Man sagt dann, das war ähnlich wie bei Narada Muni, da ist auch dann Krishna vor ihm erschienen, dann sind die dann wirklich gereinigt worden. Ne? Und sogar dann haben die noch ein Stück weitermachen müssen. Ne? Anyway, aber ich glaube im Allgemeinen nicht komplett. Also ist jetzt meine eigene, aber Schlussfolgerung aus Shastra. Ja. Okay, vielen Dank. Ganz kurz noch. Das ist schon ein bisschen. Ja? Okay, wie du magst. Okay, vielen Dank. Schon Bhagavad Gita ki jai, Shrila Prabhupada ki jai. Thank you.